Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 44. Lernvideo und es geht um das Kurvenintegral. Ja, wir möchten das Kurvenintegral zunächst motivieren und die Motivation kommt aus der Physik. Wir stellen uns vor, dass wir ein Kraftfeld haben, ein konstantes Kraftfeld, das wir durch den Vektor F im R3 beschreiben. Und wenn wir uns nun von einem Punkt x0 zu einem Punkt x1 bewegen, dann verrichtet das entlang dieser Strecke, also das Kraftfeld verrichtet entlang dieser Strecke eine Arbeit. Und diese Arbeit, die kann man wie folgt bestimmen. Man malt sich erstmal den Vektor auf von x0 nach x1 und zerlegt den dann in eine Komponente orthogonal und parallel zu f. Das mache ich hier auch mal. Dann kann man diesen Vektor von x0 nach x1 zerlegen in eine orthogonale Komponente und in eine parallele Komponente. Und die Arbeit ist dann definiert als die Länge Modulo Vorzeichen der parallelen Komponente. Und die kann man, wenn man das euklidische Skalarprodukt bemüht, eben hierdurch ausrechnen. Oder wenn man geometrisch argumentieren möchte, was aber das Gleiche ist, so kann man diese Länge mit Vorzeichen sozusagen auf diese Art berechnen, indem man die euklidischen Längen von f und diesem zweiten Vektor multipliziert und dann den Kosinus des eingeschlossenen Winkels noch ausrechnet und dran multipliziert. Wenn wir jetzt einen Streckenzug betrachten von x0 nach x1, der dann weitergeht zu dem Punkt x2 und dann nach x3 und so weiter. Und wir annehmen, dass entlang jeden Streckenabschnitts ein konstantes Kraftfeld wirkt. Dann können wir die Gesamtarbeit dadurch berechnen, indem wir einfach die Arbeiten auf jedem Streckenabschnitt aufsummieren. Und das ist, ergibt dann diese Formel. Ja, und die Formel kann man jetzt noch weiter umschreiben, indem man diese verschiedenen Streckenabschnitte zusammenfasst und sagt, ja, das ist beschrieben durch eine Raumkurve, durch einen Streckenzug, den wir Gamma nennen. Also wir nehmen jetzt mal an, es gibt so ein Gamma in den R3, welche diesen Streckenzug beschreibt. Das heißt, es gibt dann Punkte Ti, die sozusagen dann durch Gamma auf die einzelnen Punkte, die uns hier interessieren, abgebildet werden und diese Parameter Ti sind eben sortiert und bilden eine Partition von AB. Damit könnte ich diesen Streckenzug beschreiben und wenn ich das mache, dann wird dieser Ausdruck, der hier steht, den kann man dann umschreiben als Gamma von Ti minus Gamma von Ti minus 1. Und es bietet sich dann an, dass man diesen Ausdruck durch sozusagen durch die Dauer teilt, die man benötigt, um diesen Streckenabschnitt zu durchlaufen und dafür diesen Nenner, damit das alles eine Identität wird, nochmal hinten dran multipliziert. Und dann kommt man auf so einen Ausdruck. Und man könnte jetzt auch die FIs anders auffassen und durch ein Vektorfeld beschreiben auf dem Rn, wobei man annimmt, dass dieses Vektorfeld eben ein Vektorfeld ist mit der Eigenschaft, dass f von xi gerade fi ist. Und wenn man das dann so macht, dann kann man an dieser Stelle den Ausdruck auch weiter vereinfachen oder umschreiben. Der hält dann statt fi einfach f von lambda ti, Skalarprodukt mit diesem Ausdruck. Okay, hier sehen Sie nochmal den Ausdruck, den wir gerade motiviert haben. Und dieser Ausdruck ist jetzt zwar ein bisschen komplizierter, aber das Interessante ist folgendes. Zum einen sehen wir hier einen Differenzenquotienten. Hier sehen wir dann ein Inkrement. Und man kann sich jetzt überlegen, wenn wir uns
eine stetig differenzierbare Kurve hernehmen würden und diesen stetig differenzierbaren Weg approximieren würden, indem wir uns eine sehr feine Zerlegung des Intervalls AB anschauen würden und dann den dazugehörigen Streckenzug betrachten würden, dann ist passiert Folgendes: Wenn wir die Feinheit der Zerlegung und damit die Approximation immer besser werden lassen würden, dann würde dieser Ausdruck konvergieren und dieser Differenzenquotient, der konvergiert eben dann zur Ableitung der Kurve im Punkt T. Dieser Wert hier, weil f stetig ist, konvergiert dann gegen diesen Ausdruck hier, und die Summe zusammen mit diesem Inkrement konvergiert dann gegen das Integral gegen dt. Was man also dann erhält, ist dieses Integral. Und das ist die Arbeit, die ein stetiges Kraftfeld entlang eines stetig differenzierbaren Weges verrichtet. Genau, und das ist genau unsere Definition für das Kurvenintegral. Hier beim Kurvenintegral schauen wir uns zum einen ein Vektorfeld an. Vektorfeld auf Omega. Omega ist eine Teilmenge des Rn. Und f ist eben vektorwertig, nimmt Werte im Rn an und ist auf Omega definiert. Und wir nehmen an, dass f stetig ist. Dann brauchen wir noch eine stetig differenzierbare Kurve in den Rn, mit der Eigenschaft, dass die Spur von Gamma eben in Omega drin liegt. Und dann nennen wir dieses Integral, das wir gerade motiviert haben, das Kurvenintegral von f vom Punkt Gamma A nach Gamma B entlang der Kurve Gamma. Und weil man sich gerne Schreibarbeit sparen möchte, kürzt man das so ab. Hier sieht man die Kurve, über die man integriert. Und hier dieser Punkt steht für das euklidische Skalarprodukt, das hier auch gemeint ist. Ja, wenn wir jetzt eine Kurve haben, die nur stückweise stetig differenzierbar ist, sagen wir mal auf, wir haben eine Partition T0 bis Tn, und wenn wir die Kurve restringieren auf diese Teilstücke, dann kommt eine C1-Kurve raus. Wenn wir sowas haben, dann können wir die Kurvenintegrale auf diesen einzelnen Stücken definieren. Und wir können dann die Stücke aufsummieren, und das ist unsere Definition für das Kurvenintegral von dem Vektorfeld f entlang einer stückweise stetig differenzierbaren Kurve Gamma. Ein paar Anmerkungen. Die erste Anmerkung ist, dass das Kurvenintegral invariant ist unter orientierungserhaltenden Unparametrisierung. Was ist damit gemeint? Wenn wir eine Kurve Gamma haben, in Rn, stetig differenzierbar, und einen Parameterwechsel Phi, also ein C1-Diffeomorphismus, dann erhalten wir eine neue Kurve, die hier Gamma Tilde genannt ist, indem wir den Parameterwechsel durchführen. Die Spuren von Gamma Tilde und von Gamma sind identisch. Und wenn wir uns das Wegintegral anschauen von Gamma Tilde, und mit der Kettenregel mal die Ableitung von Gamma Tilde, also den Tangentialvektor mit Hilfe des Tangentialvektors von Gamma und des Diffeomorphismus mal ausrechnen, das ist hier passiert, dann stellen wir fest, dass wir das Integral, das wir hier sehen, mit Hilfe der Substitutionsregel für Integrale verwandeln können in die Integrale, die man hier sieht. Entweder kommt dann das Kurvenintegral von Gamma raus, und zwar dann, wenn die Parametrisierung orientierungserhaltend ist, oder es kommt genau minus das Kurvenintegral von Gamma raus, nämlich dann, wenn die Parametrisierung die Orientierung nicht erhält. Vielleicht hier ist der Hinweis, es muss entweder gilt Phi' größer 0 für alle Punkte in Alpha Beta oder Phi' echt kleiner 0 für alle Punkte in Alpha Beta. Phi' kann keinen Vorzeichenwechsel enthalten.
Da es sich ja um einen C1-Diffeomorphismus handelt und Phi-Strich eben von 0 verschieden sein muss und Phi-Strich ist ja auch stetig. Okay. Also was man hier beobachtet, ist eben, dass unter orientierungserhaltenden Umparametrisierung ändert sich der Wert des Kurvenintegrals nicht. Und das gibt uns Anlass, zwei Kurven im Rn äquivalent zu nennen, wenn sie durch eine orientierungserhaltende Umparametrisierung ineinander überführt werden können. Das ist das, was hier dasteht. Und diese Definition der Äquivalenz führt eine Äquivalenzrelation auf den parametrisierten Kurven ein. Und innerhalb der Äquivalenzklassen ändert sich eben das Kurvenintegral nicht. Dann hatten wir noch stückweise stetig differenzierbare Kurven, die eine Zerlegung benutzt haben in der Definition. Und da kann man sich klar machen, dass der Wert des Kurvenintegrals sich nicht ändert, wenn wir die Zerlegung verändern. Das heißt, egal wie wir eine stückweise stetig differenzierbare Kurve zerlegen in differenzierbare Kurvenabschnitte, egal wie wir das machen, es kommt immer das gleiche Kurvenintegral raus. Von daher ist diese Definition zunächst mal in Ordnung. Nun, der Punkt, dass das Kurvenintegral nicht von der Parametrisierung abhängig ist, oder sagen wir mal modulo orientierungserhaltender Parametrisierung abhängig ist, führt nun dazu, dass man in der Literatur gerne das Kurvenintegral anders, eine andere Schreibweise dafür einführt. Man schreibt nämlich gern sowas hier, wobei hier Gamma eine Teilmenge ist jetzt im Rn und die man eben als die geometrische Kurve, also die Spur einer Kurve verstehen möchte. Also was man damit sagen möchte, ist, das, was dort steht, meint eigentlich das Kurvenintegral über eine parametrisierte Kurve Gamma, deren Spur Groß Gamma ist. Jetzt im Allgemeinen kann man immer so eine geometrische Kurve Gamma beliebig parametrisieren. Wenn man eine Parametrisierung hat, dann kann man einfach durch Umkehrung der Laufrichtung eine zweite Parametrisierung finden und dann ändert sich schon das Kurvenintegral. Von daher muss, wenn man so eine Schreibweise verwendet, es klar sein, welche Parametrisierung man denn verwenden möchte an der Stelle. Und man muss ja die Parametrisierung nicht genau festschreiben, sondern eben nur modulo dieser Äquivalenz, die wir eingeführt haben. Aber das muss eben aus dem Kontext heraus klar werden. Denn ein weiteres Beispiel, wie man so eine Spur einer Kurve verschieden parametrisieren kann, ist folgendes: Wenn man sich den Einheitskreis mal anguckt, also wenn Gamma jetzt der Einheitskreis ist, dann können wir den Einheitskreis im R2 halt beliebig parametrisieren. Zum Beispiel sind Parametrisierungen durch diese Kurven hier gegeben. Bei diesen Kurven kommt ein Parameter k noch vor, das ist eine natürliche Zahl. Und diese Zahl taucht hier im Sinus, im Cosinus auf. Und es ist so, wenn dass diese Zahl k angibt, wie oft man diesen Einheitskreis durchläuft. Das heißt, für k gleich 1 würde man den Einheitskreis einmal durchlaufen und die Spur oder jeder Punkt in der Spur hätte bis auf einen Punkt nur ein Urbild. Wenn k gleich 2 ist, dann würde jeder Punkt mindestens zweimal durchlaufen und so weiter. Und wenn man jetzt, aber das sind alles dennoch anständige Parametrisierungen des Einheitskreises. Aber wenn man sich jetzt die Kurvenintegrale ansieht, dann stellt man fest, dass der Wert des Kurvenintegrals eben von diesem k abhängig ist. Insbesondere sieht man eben, dass das Kurvenintegral, das zu Gamma k gehört, gerade k mal des Kurvenintegrales zu Gamma 1. Und von daher muss man vorsichtig sein, wenn man so eine Schreibweise verwendet, denn a priori ist in der Schreibweise erstmal nicht klar, was genau gemeint ist mit dem Kurvenintegral, sondern das muss durch den Kontext dann geklärt werden. Ja, wir möchten das Lernvideo mit einer kurzen Beobachtung abschließen. Und das ist diese hier. Hier schauen wir uns ein Kurvenintegral an, wobei das Feld, das Vektorfeld, das im Kurvenintegral auftaucht, ein Gradientenfeld ist.
mit Potential f. Also die Formulierung ist folgende: Omega ist eine offene Teilmenge des Rn, f ist ein stetig differenzierbares Skalarfeld, Gamma ist eine stückweise stetig differenzierbare Kurve, und dann gilt, dass das Kurvenintegral vom Gradientenfeld von f entlang der Kurve Gamma sich so ausrechnen lässt. Man muss nur den Start und den Endpunkt der Kurve wissen und das in das klein f einsetzen, in das Potential einsetzen, und kriegt dann den Unterschied des Potentials am Anfang und am Endpunkt. Und da sehe ich, dass da ein Schreibfehler drin ist. Hier müsste der Endpunkt stehen und hier müsste der Anfangspunkt stehen. Das bedeutet, wenn unser Vektorfeld groß f ein Gradientenfeld ist und wir ein Kurvenintegral ausrechnen wollen zwischen zwei Punkten xa und xb, dann ist es egal, wie wir von xa nach xb gehen. Es kommt immer das gleiche Kurvenintegral raus. Das ist die Aussage dieses Lemmas, und das ist natürlich auch eine Aussage, die in der Physik eine wichtige Rolle spielt. Okay, wie kann man das nun beweisen? Beweis in zwei Schritten. Im ersten Schritt schauen wir uns den Fall an, dass Gamma stetig differenzierbar ist, und im zweiten Schritt dann, dass Gamma stückweise stetig differenzierbar ist. Beim stetig differenzierbaren Fall fängt man mit der rechten Seite an und man stellt fest, dass, weil hier ja sozusagen f verknüpft mit Gamma an der Stelle b minus f verknüpft mit Gamma an der Stelle a steht, dass man diese Differenz mit Hilfe des Hauptsatzes der differentialen Integralrechnung als Integral schreiben kann. Das ist hier passiert. Und hier taucht eben die Ableitung auf der Verknüpfung von f mit Gamma. Die Ableitung kann man ausrechnen. Da kommt dann Gradient von f, Skalarprodukt mit der Ableitung von Gamma vor, den Tangentialvektor entlang der Kurve. Und das, was aber hier dasteht, ist ja nichts anderes als die Definition unseres Kurvenintegrals. Und das war schon der Beweis im Falle, dass Gamma stückweise differenzierbar ist. Ja, und nicht nur stückweise, sondern richtig stetig differenzierbar ist. Und im stückweise stetig differenzierbaren Fall, dann nimmt man sich halt eine Zerlegung her, sodass die auf den Teilabschnitten die Kurve dann stetig differenzierbar ist. Dann kann man für die Teilabschnitte den Teil 1 anwenden und das, diese Differenz hier in den Kurvenintegral umschreiben. Und jetzt kann man sehen, wenn man hier diesen Ausdruck summiert über i gleich 1 bis n, also die Abschnitte der Zerlegung aufsummiert, dann hat man hier eine Teleskopsumme stehen und es bleibt einfach nur zum einen der Term mit dem höchsten Wert, mit dem höchsten Index übrig, und hier der Term mit dem kleinsten Index, und man erhält dann eben diesen Ausdruck hier. Und damit ist auch dieses Lemma bewiesen. Okay, und damit sind wir auch am Ende des Lernvideos. Bis zum nächsten Mal.